Ist er ja, genau. Ein Sprachkurs, schwäbischer Sprachführer. Und zwar an dem, was liegt das jetzt in mehreren Jahren rum, der wird immer erweitert. Auf den hat mich der nach wie vor geschätzte, auf diesen Sprachführer, hat mich der nach wie vor hochgeschätzte Kollege Harald Schmidt aufmerksam gemacht. Die war ja ein paar Jahre Autor für den Herrn. Und gucken wir uns mal aus diesem Sprachführer, den gibt es in Grundzügen tatsächlich, aber ich habe schon gewaltige Lametta am Baum gehängt. Schauen wir uns mal aus diesem Sprachführer ein paar Rubriken gemeinsam an. Wir starten mit der Rubrik Per Anhalter. Und wichtiger Satz, könnten Sie mich mitnehmen? Und jeder, der schon mal einen schwäbischen Anhalter erlebt hat, weiß, dass er niemals sagen würde, der das will mitnehmen. Sondern das kommt immer so weinerlich. Der hätte Zimme mitnehmen. Die Hand für Auto, der hätte Zimme mitnehmen. Na, dann steigen Sie eben ein, dann steigen Sie halt ein und Sie spüren die Begeisterung, die hier mitschwingt bei diesem Vorgang. Dann ein paar Kilometer weiter, hier würde ich nun aussteigen, wenn es geht. Da handelt det, und Sie spüren das Licht blasmusikalisch in diesem Satzauftakt. Da handelt det, da duftet da, da handelt det, duftet da. Da handelt det, ich jetzt aussteige, wann's geht, und wann's nicht geht, dann fährt man halt weiter. Und wohin geht die Reise? Natürlich in die Unterkunft. Und hier der wichtigste Satz. Da sind ja 1000 Blutflecke an der Wand von lauter schlagenden Stechmücken. Da hat es ja 1000 Blutflecke an der Wand von Todesschnorger. Todesschnorger. Wenn Sie mal im Kreuzworträtsel auf die Frage stoßen, ausgestorbene Tierart mit 4 O. Todesschnorger. Dann. Dann weitere wichtige Sätze. Ich habe eine Schwellung an der Lippe. Eine Hummel an der Lippe. Dann wurde ich ohnmächtig, dann bin ich umkagelt. Und das Erstaunliche an dem Konstrukt, dann wurde ich ohnmächtig, dann bin ich umkagelt, ist die Rubrik, in der es steht. Schwäbischer Alltag. Wo der Schwabe geht und steht, haut ihn um. Und warum? Das war wohl ein Schlaganfall. Ich glaube, das war ein Schlägle. Schwerer Schlaganfall im Schwäbischen, ein Schlägle. Sag mal, euer Großvater liegt immer noch hirntot auf den Tieren, die Intensivstation. Na ja, da hat er ein Schlägle gehabt, gell? Körperpflege. Würden Sie mir die Beine epilieren? Machen Sie mir die Haare an den Füßen weg. Und wir sehen die Unterschiede. Hochdeutsch Beine, Schwäbisch Füße und vor allem aus einer Frage wird die Befehlsform. Dann kommen wir zur Rubrik, was kommt als nächstes? Philosophie. Descartes sagt, ich denke, also bin ich. Der Schwabe, ich glaube, ich bin wer. Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich habe von nichts keine Ahnung nicht. Und Immanuel Kant, bedenke stets die Folgen deines Tuns. Man soll beim Krautstampfer nicht brunzen. Dann eine Rubrik, die habe ich erfunden, die heißt Schwäbisches Japanisch oder Japanisches Schwäbisch, ich weiß gar nicht. Japanisches Schwäbisch, ein wenig zurückhaltend. Awing Shui. Awing Shui, Awing Shui. Schlage auf die Zehen, Hauan Zayano. Und hier nun möchte ich meinen Notruf verrichten. Hadokaki. 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 So, wir kommen zu nachbarschaftlichen Fachbegriffen. Die Nachbarin, die dumme Kuh. Und der Nachbar, der dumme Kuh, ihr taube Sau. Ja, dann, wir gehen zum Arzt. Herr Doktor, Herr und Frau Doktor, der Doktor und die Doktore. So wird Schwäbisch gegendert. Folgende wichtige Sätze. Ich habe Rückenschmerzen, ich habe einen Kreiz, Herzrhythmusstörungen, Bomberflattere. Ich habe einen harten Stuhl, ich heiß grad Bregala. Und zentraler Satz beim Arzt, ich habe zu schwer gehoben, ich habe mich verlupft. Und dieses Verb, schau es mal näher an,
ein Vokal umrahmt von 6 Konsonanten. Das ist eine Konstellation, die findet sich ansonsten nur in serbo-kroatischen Bergdörfern. Und ganz zum Schluss machen wir noch ein bisschen Lebenshilfe, falls Sie mal in der Fußgängerzone wieder angequatscht werden. Haben Sie mal einen Euro, antworten Sie einfach, Freile, können Sie um 500 rausgeben. Das war's von meiner Seite aus. Dankeschön. Macht's gut. Danke.